Liebe Gemeinde, willkommen zu einer neuen Aufnahme an 1701 im Fluch des Drachen und wir machen weiter mit der Kampagne. Wir haben Mission 5 erreicht und müssen uns in die Gunst von Liang Wu stellen und das Vertrauen der Asiaten gewinnen. Unser Startbonus ist gar nichts. Aber vielleicht wäre es Geld, Fisch, Holz und Werkzeug. Auf normal wäre es Geld, Fisch oder Geld, Nahrungsmittel und Werkzeug. Und auf schwer gar nichts. Stürzen wir uns rein? Hanne Marell versprach, weitere Informationen über das Artefakt zu sammeln. Und ich folgte der Händlerin Grace Bonnet in Gewässer, die ich noch nie zuvor befahren hatte. Das Glück schien uns hold zu sein, denn von Diego del Toro war weit und breit nichts zu sehen. Die Gebäude und Schiffe sahen immer exotischer aus, je weiter wir fuhren. Doch ich hatte keinen Blick für die zierlichen Formen und die fröhlichen Farben, sondern hing stattdessen düsteren Gedanken nach. Was hatte es mit diesem rätselhaften Auge des Drachen auf sich? Welches Unheil hatten Finn und ich heraufbeschworen? Würde ich Finn lebend wiedersehen? Endlich erreichten wir die Meerenge, in der sich der asiatische Außenposten befand. Keinen Augenblick zu früh, denn im Rumpf von Grace Bonnets morschem Kahn sammelte sich bereits gefährlich viel Wasser. Erleichtert lenkten wir unsere Schiffe in den Hafen, wo uns Statthalter Liang Wu empfing. Gefährlich viel Wasser, pack einfach den Eimer aus. Und ja, ich hoffe, dass wir Finn lebend wiedersehen. Ich werde ihn höchst selbst umbringen wollen. Stürzen wir uns rein. Seid mir gegrüßt. Ihr seid Handelsreisende und wollt mit dem asiatischen Volk in Geschäftsbeziehungen treten? Nun, ihr könnt euren Handelsposten gern hier an unserer Grenze aufschlagen. Ehrenwerter Liang Wu, wir hatten bereits das Vergnügen. Auch wenn ich damals nicht auf einem derart ramponierten Schiff vor eure Augen trat. Meine Begleitung und ich sind jedoch nicht zum Handeln gekommen. Wir suchen nach Finn Hallqvist. Hallqvist, sagt ihr? Ein unwürdiger Niemand dieses Namens ist tatsächlich hier gewesen. Ich bereue, ihn zu den Toren der heiligen Stadt vorgelassen zu haben. Wie dem auch sei. Euch bleibt leider bis auf Weiteres der Zutritt zum Kaiserreich verwehrt. Ich sehe, wir verstehen uns schon mit Liang Wu. So. Es kann sofort losgehen. Kann es wohl, Kolumbus. Fortsetzung. Der Anstand gebietet, dass Fremde unserem ehrenwerten Kaiser ein Gastgeschenk in Form von Edelsteinen überreichen. Tretet erst wieder vor, wenn ihr dieser Höflichkeit nachkommen wollt. 6 Tonnen Edelsteine, okay. Wir haben nicht viel Geld, wir sollten zuerst einmal speichern. So. Man kann niemals genug Spielstände haben. Die Flotte ist bereit. Vielleicht gibt es hier ein Edelsteinvorkommen oder jemand bietet die Steine zum Verkauf an. Allerdings müsst ihr euch allein auf den Weg machen. Mein alter Kahn ist leck und droht jede Sekunde unterzugehen. Ja, schipp einfach. Pack den Eimer aus und mach dich an die Arbeit. Erkunden wir zuerst einmal die See. Wir sind bereit. Wird erledigt. Da oben haben wir die erste Insel. Land in Sicht. So. Keine schlechte Insel. Wohin geht es? Zumindest von den Fruchtbarkeiten her. Vom Bauplatz her. Aus geht, würde ich schätzen. Ginge vielleicht besser. Es kann sofort losgehen. Hier haben wir einen Riff. Es kann sofort losgehen. Eine weitere Insel. Hier vegetiert schon jemand. Wen haben wir hier? Emilio Castelli. Möchtet ihr mir einen Vorschlag unterbreiten? Ach so, es ist Elias aus Siedler 6. Es kann sofort losgehen. Handelsschiff, ahoi. Schön zu wissen, dass er auch hier unterwegs ist. So, geben wir ein bisschen Schub. Fahrt aufnehmen. Wird ausgeführt. Hier kann man. Naja, es geht. Was wächst hier? Gold. Gibt's hier. Was hier wächst, sehen wir schon. Falkenstein. Gehen wir nachher rüber. Kapitän auf der Brücke. In die Wanden, Männer.
So. Wir wollen gerade uns alles herausfinden, wo die beste Insel für unseren Start wäre. Die hier wäre wahrscheinlich die prädestinierte, aber wir haben keinen Granten dafür. Oh Gott, Horatio ist schon wieder hier. Treffe, kannst jederzeit an meinem Kontor oder der Werft vorbeikommen. Der alten Zeiten willen, Marmor. Als ich diese Taucherglocke zusammengeschustert habe für dich und deinen Freund. Wie hieß er noch gleich? Fred? Phil? Ach, ganz egal. Nicht so wichtig, genau. Kann ich dich irgendwie zu einem... Na Bündnis? Hiss die Segel. Ja, hier Bündnis. Ich vertraue voll und ganz auf deine Fähigkeiten. Das glaube ich, dass du es tust. So... Wir können los. Wir haben die Südhälfte der Inselwelt noch nicht erkundet. Ich denke im Endeffekt, für den Fall, dass wir eine bessere Insel finden als die da oben. Ah. Kann es sich ja teilweise schon lohnen. Hier ist Gold. Eisen. Handelsschiff, ahoi. Land in Sicht. Ihr solltet rasch die Edelsteine beschaffen. Sonst werdet ihr Hallqvist nie einholen. Das ist doch nicht mein Handelsposten. Nein. Das ist ein Schmugglernest. Ich hätte wirklich nicht so lang von hier fortbleiben dürfen. Ist mein undichter alter Kahn nicht schon Strafe genug? Alles klar. Ah ja, wenn wir auf Ramirez treffen. El Piratos. Ei, ei. So. Alles klar. Ei, ei. Wird erledigt. Weil wir Schmuggler schon unterwegs sind. Ah, guck mal, sieh an. Piraten. Ich verfütter dich an die Haie! Neuer Kurs. Wir gehen gleich neu laden. Dann bin ich so bankrott. Aber jetzt haben wir im Endeffekt schon gelernt. Ja, es gibt hier nicht wirklich viel anderes. Wir sind bereit. Die Minnow kann sich bei unserem Kollegen hier reparieren lassen, falls er eine Werft hat. Hat er. Auf Kurs gehen. Hey, du. Kannst du mal bei der Insel dieses Spinners Horatio meine Schiffsladung bergen und herbringen? Hab sie verloren, als ich versucht habe, Liang Wus neugierigen Wachleuten zu entwischen. Okay, wir haben die ganze Karte jetzt erkundet, wir laden. Weil es viel Geld gekostet hat. Laden. Ja. So, und dann können wir gleich ein bisschen erkunden, nachdem wir... Wir würden uns sicherstellen, dass wir unseren Bauplatz auf der relevantesten, stärksten Insel aufsetzen. Und wie sich herausstellt, ist das direkt die erste Insel direkt neben uns. Vielleicht gibt es hier ein Edelsteinvorkommen oder jemand bietet die Steine zum Verkauf an. Allerdings müsst ihr euch allein auf den Weg machen. Mein alter Kahn ist leck und droht jede Sekunde unterzugehen. Okay. So, Chef 1. Das kann sofort losgehen. Fortsetzung. Dann werden wir Zugriff auf Wohin dich haben. Es kann sofort losgehen. 2. Wohin geht es? 3. Auf Kurs gehen. Eine Insel wurde entdeckt. Das ist die Insel, der wir wollen. Ahoi. Kurs aufnehmen. Anderes Ziel, du kannst nach Süden gehen ein bisschen. Du kannst hier diese Bereiche ein bisschen erkunden. Ehrlich gesagt, das ist hier ein bisschen kacke. Wir wollen hier lieber anlegen. Wird ausgeführt. Ein Grüße. Interesse an einem kleinen Geschäft? Ich benötige Kanonen zur Verteidigung meiner Schiffe. Bringt mir welche und ich belohne euch großzügig. Klingt gut. Du wirst sie gegen uns benutzen, nicht wahr? Wohin geht es? Wird erledigt. Ei, ei. Es kann so. Wir haben neues Land gesichtet. Fangen wir direkt mit den relevanten Sachen an. Wir brauchen Holz. Die relevanteste Sache ist, weil wir das in die Straße gezogen bekommen. Dann können wir daran orientieren. 3 Holzfäller. Was wahrscheinlich zu viele Holzfäller waren. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir keinen Marktplatz mehr setzen können. Ah. Verkauft jemand Werkzeug? Können wir mit dir handeln? Ihr solltet rasch die Edelsteine beschaffen. Sonst werdet ihr Hallqvist nie einholen. Wie sieht es aus mit unserem Geschäft?
Könnt ihr die Kanonen beschaffen? Jein. Neuer Kurs. Okay, gerade müssen wir sowieso aussehen, dass wir Werkzeug kriegen können. Fischer können wir auch nicht bauen, das ist schlecht. Ahoi. Wir müssen das so oder so Werkzeug einkaufen. Ahoi. Alles klar. So. Eine Inselroute ausgemacht. Hey Carmen. Hey du, kannst du mal bei der Insel dieses Spinners Horatio meine Schiffsladung bergen und herbringen? Hab sie verloren, als ich versucht habe, Liang Wus neugierigen Wachleuten zu entwischen. Lässt sich gewiss machen. Bietest du Werkzeug an? Du bittest Kanonen an. Ein neues Eiland. Also wir können von ihr Kanonen kaufen, die wir zu ihm rüberbringen. Okay. Von wem kriegen wir verdammtes Werkzeug? Wir können erstmal hier... Das ist doch nicht mein Handelsposten. Das ist ein Schmugglernest. Ich hätte wirklich nicht so lang von hier fortbleiben dürfen. Ist mein undichter alter Kahn nicht schon Strafe genug? Absolut gar nicht. Wir gehen jetzt gerade Stück für Stück bankrott. Einkaufen. Werkzeug, wenn möglich. Land in Sicht. Ahoi. Wird ausgeführt. Wir haben eine neue Insel entdeckt. So, du kannst ein bisschen nach hier hingehen. Wir sind bereit. Okay, Horatio war hier irgendwo, meine ich. Wie es aussieht, sollte ich mein Angebot wohl zurückziehen. Na, Quatsch. Na, dann erzähl mal. Möchtet ihr mir einen Vorschlag unterbreiten? Niemals. Land in Sicht. Aufträge, wir können kurz mal reinschauen. Emilius Kanonen. Haben Marquess die verlorene Ladung. Die treibt im Norden in der Nähe von Horatios Insel. Es kann sofort losgehen. Hiss die Segel! So, wir wollen noch nicht zu weit in den Süden. Da wird unser Schiff wahrscheinlich einfach gelöscht von den Piraten. In die Wanden, Männer! Wir müssen uns ein bisschen eilen. Heureka! Da ist die Ladung. Dass ich dich nochmal treffe, kannst jederzeit an meinem Kontor oder der Werft vorbei. Sehr gut. Um der alten Zeiten willen, als ich diese Taucherglocke zusammengeschustert habe für dich und deinen Freund. Wie hieß er noch gleich? Fred? Phil? Ach, ganz egal. Ach, genau, so geht das gar nicht. So geht es hier nicht, das ist nicht 14 und 4. Gib das her. Verbindlichsten Dank. Direkt ja, mehr einkaufen. Verbindlichsten Dank. So, bring das direkt mal runter zu ihr. Da können wir die Ladung runterbringen und dann direkt das Werkzeug hier rüberbringen, damit wir in der Lage sind, hier Sachen zu tun. Sachen sind nämlich gerade eine Sache, die können wir gerade nicht wirklich machen. Weil wir gerade wortwörtlich kein Werkzeug haben. Kann ich dich... irgendwie zu einem Bündnis. Ja. Zwei Generationen unter einem Banner vereint. Was? Da bist du ja wieder. Hast du mir meine Schiffsladung mitgebracht? Hier, bitte. Hey, das ist echt ein netter Zug von dir, mir das Zeug herzubringen. Ah, Kanonen. Hier, hast du ein paar Kanonen. Bin schließlich eine anständige Freibeuterin. Klingt gut, danke. Sehr freundlich, dass du ganz genau genug gibst, damit wir ihm liefern können. Erstmal speichern. Dann müssen wir nämlich nicht alles nochmal erkunden, sollten wir jetzt unsere Schiffe einfach alle verlieren. Vielleicht ist Carmen Marquez bereit, einen Handelsvertrag mit euch zu schließen. Es spricht nicht unbedingt für sie, dass sie mit den Piraten Geschäfte macht, aber ihr Warenangebot kann sich sehen lassen. Auftrag, Aufgabe, Handel mit Carmen. Schließen Sie einen Handelsvertrag mit Carmen Marquez. Jo. Hast mir einen Vorschlag zu machen? Habe ich. Darf ich nicht. Alles in der Welt. Okay, Handel? Scheinbar nicht. Okay. Aber hey, Emilio. My boy. Euer Schiff liegt ziemlich tief im Wasser. Habt ihr etwa meine Kanonen an Bord? Ja, benutzt du sie gegen uns?
Diese Kanonen werden ihren Zweck erfüllen. Nehmt diese Edelsteine zum Dank. Sie sind nicht exquisit genug, um sie an meine Kunden zu verkaufen. Aber für euch sicher ausreichend. Du bist ein Arschloch, aber du hast offensichtlich eine gewisse Abteilung, die sich darum kümmert, dass Qualität für eine Kunden geliefert ist. Das kann ich respektieren. So. Fangen wir an. Wir brauchen einen Fischer. Muss nicht angeschlossen werden, machen wir dennoch. Wenn ihr selbst keine Edelsteinader findet, müsst ihr die Steine eben kaufen. Haben wir schon. Also chill. Machen wir das so. Nein, das war dumm. Ich wollte den Marktplatz da auf die Seite setzen. Wir laden nochmal ganz kurz. Werkzeug ist teuer, wir laden. Ich wollte nur abmessen und den Marktplatz auf die andere Seite setzen. Ich hätte das mit der Hilfe einer Straße machen können, das wäre einfacher gewesen. Machen wir es mit Hilfe einer Straße. Okay, nochmal. Wir laden recht viel bei dieser Karte. Vielleicht ist Carmen Marquez bereit, einen Handelsvertrag mit euch zu schließen. Ja, gerade noch nicht. Es spricht unbedingt für sie, dass sie mit den Piraten Geschäfte macht, aber ihr Warenangebot kann sich sehen lassen. So. Euer Schiff liegt ja. Sie. Diese Kanonen werden ihren Zweck erfüllen. Ja, du hast respektable Qualitätskontrolle, wir wissen es. Zum Dank. Sie sind nicht exquisit genug, um sie an meine Kunden zu verkaufen. Aber für euch sicher ausreichend. Das sind sie. Sehr vielen Dank, mein Freund. Und bleib weiter dabei, Qualitätskontrolle mit für deine Kunden durchzuführen. Es ist sehr respektabel von dir. So, dann wird die schmerzhafte Erinnerung, dass... Das Marktplatz keinen Bauplatz schaffen in 1701. Genau, wir können den hier nach da hinsetzen. Und vielleicht passt hier irgendwo hin, ja. Können die öffentlichen Gebäude vielleicht so hier reinquetschen, nach da oben hin? Ich denke, das könnte funktionieren. Dann machen wir das so. Schauen wir mal, was passiert. So, aber... Nein! Zuallererst ganz... Viele, wie bezahlbar sind, an Pionieren. So und so. Okay. Die Holzfäller holzen, so wie sie sollen. Die Edelsteine können wir kurz mal hier runterbringen. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Oh, wie schön. Genau, wir haben ja inzwischen noch so ein paar Sachen hier gelernt. Durch unsere ewige Tendenz dazu, alles Mögliche auszuprobieren. Wissen wir inzwischen, wie wir scharf relativ... vernünftig anbauen können auch. Was produktiv bleibt. Dann möchte ich eigentlich nicht. Ein bisschen blöd. Hier hinten in die Ecke können wir es rein. Sind diese prächtigen Edelsteine euer Gastgeschenk, um das Kaiserreich betreten zu dürfen? Was, wenn ich ja sage? Ah, das ist ein bisschen blöd hier. Na gut, dann schieben wir das ein bisschen nach hinten. Sagen einfach, dass das hier so richtig ist.
Die Antwort ist ja. Ich danke euch im Namen des Kaisers. Ihr seid sehr einfallsreich. Bevor ihr jedoch weiterreist, müsst ihr mir noch bei einem kleinen Problem helfen. Nein. Wäre es möglich, ein Schiff bei euch in Auftrag zu geben? Wochenlang erfülle ich schon Liang Wus Wünsche, um an diese Handelslizenz zu kommen. Aber dieser impertinente Statthalter kriegt einfach nicht genug Frechheit. Unser Fisch ist noch nicht gebaut, stimmt. Ja. Ich benötige dringend Waffen zur Verteidigung. Ramirez und seine Piraten treiben hier seit Monaten ihr Unwesen. Es geht nicht an, dass sie unsere Handelsjunken angreifen und die Ladungen rauben. Ja, das ist bitter. Wahrliches Problem. Es wäre ein unbestreitbarer Beweis eurer Loyalität, würdet ihr einige der Piratenschiffe versenken und mir die Piratenflaggen bringen. Ihre wiederholten Angriffe sind einfach nicht länger hinnehmbar. Wir sind 16:2 Spieler. Wir wissen ganz genau, was du meinst mit nicht mehr hinnehmbaren Piratenabschaum. Aber zuerst müssen wir Werkzeug einkaufen. Ich bin ja schon da. Gib her. Gut, dass wir fertig sind. Wir können beim Nahrungsmittel verkaufen, wenn wir wollen. Das wollen wir gerade noch nicht. So, wo ist das rote Schiff? Zu weit ab vom Cross. Wir sollten unsere Schiffe sammeln, damit sie zusammen agieren können. Kapitän auf der Brücke. So und so. Jetzt stellen Fischer nach. Hier hinsetzen. Braucht keinen direkten Anschluss, kriegt einen direkten Anschluss. Aber unsere Fragen sind nicht darauf belaufen, was gebraucht wird, sondern was wir wollen. So. Und so, was ist das? Wir könnten. Ich erwäge diese beiden hier einzureißen. Aber lieber nicht. Wir lassen es mal so. Kapelle. Kann hier einen guten Teil umfassen der Leute. Sehr gut. Kommt aber zu allerletzt. Erst wenn wir die Leute wirklich aufsteigen lassen können. Dafür müssen die Stoffe erstmal vernünftig arbeiten, was sie gerade noch nicht so wirklich tun. Weil die zu arbeiten, aber nicht abgeholt werden. Weil wir hier auch immerhin 1701 spielen und nicht 1602. Die Leute brauchen einen Anschluss an Straßen. Hoppla, das war mein Fehler. Das müssen wir nicht verstärken. Nahrungsmittel brauchen wir aber definitiv gerade ganz gut. Kann der Fischer was fangen? Nicht wirklich gerade, aber... Oh nein, der Fischer kann es gar nicht fangen. Also doch, Straßenanschluss brauchen wir. Ich weiß nicht, wieso ich mental wieder bei 1602 gelandet bin. Nein, Leute! Nahrung! Holt sie sofort ab! Eine Achterbahn der Gefühle wird hier ausgelöst. Und da geht die Nahrung wieder weg. Kann ich mit eurer großzügigen Waffenlieferung rechnen? Nein, definitiv nicht. Wir haben gerade andere Probleme. Hungertod. So. Erstmal wieder die Bilanz positiv ziehen. Zumindest für einen kurzen Moment. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, der kann ihm aushelfen, die Sachen abzuholen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Nahrungsmittel sind so drastisch überfordert mit allem. Unsere hilflose Bevölkerung zählt auf eure Waffenlieferung. Das sagt ihr mir jetzt, aber in Wahrheit habt ihr doch nur vor, eure Protester jetzt zu drängen. Die ganzen Friedlichen. Alle erstmal hier stilllegen. Da können Nahrungsmittel wieder ein bisschen angefressen werden.
Machen wir das doch weg. Es passt so einfach besser um diesen Marktplatz herum. Aber wir werden wahrscheinlich einen Großteil der Waffenlieferung wäre jetzt ein Geschenk der Götter. Wir müssen wahrscheinlich einen Großteil der Produktion von hier aus weg outsourcen. Weil hier oben können wir ein bisschen was herstellen. Hier könnten wir Stoffe herstellen versuchen. Hier kommen wir vielleicht an ein bisschen Alkohol. Nahrungsmittel könnten eine Schwierigkeit werden. Hier können wir Nahrungsmittel herziehen. Das Problem ist, dass das Gebiet ein bisschen komisch ist. Das sind unsere Aufträge gerade noch alle. 10 Piratenschiffe, 25 Tonnen Waffen und Handel mit Carmen Marquez abschließen. Emilio Castelli will ein kleines Handelsschiff haben. Wir haben theoretisch eins. Wohin geht es? Aber die Wahrheit zu sagen, möchte ich es noch nicht loswerden. Wir brauchen das wohl noch. Okay, alle Sachen kommen gerade rein. So. Wie es aussieht, wird es wohl länger dauern, bis Liang Wu die Tore zum Kaiserreich öffnet. Vielleicht solltet ihr euch inzwischen auf einer der Inseln niederlassen. Bitch, was meinst du, was wir die ganze Zeit getan haben? Ahoi. Wir müssen neues Werkzeug einkaufen gehen. In die Wanden, Männer. Wir müssen das genug kriegen, damit wir in der Lage sind, die Eisenminen zu besetzen. Und diese Eisenminen, kein davon ist unendlich. Welche Transaktion schwebt dir vor? Na gerne doch. Gut, dass wir fertig sind. Verbindlichsten Dank. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Verbindlichsten Dank. Das wird gut genug sein. Fahrt aufnehmen. So. Hier können wir einmal ausbauen, nehme ich an. Noch nichts davon wird Ziegel und Werkzeug. Ziegel können wir jetzt rankommen. Kann ich mit eurer großzügigen Waffenlieferung rechnen? Ich bin kein sehr großzügiger Mensch, tut mir leid. So.